Im April kämpfen Marco Huck und Agit Kabayel um die Europameisterschaft. Wir haben uns dieses deutsch-deutsche Duell der Extraklasse genau angesehen und unterziehen den Kontrahenten einen finalen Check. Also, let's go! Seit mehreren Jahren lauert der Ruhrpott-Junge Agit Kabayel auf seine große Chance, bald möglicherweise um die WM kämpfen zu dürfen. Der bullige Bochumer ist inzwischen in den Top 15 aller großen Weltverbände angekommen und hat Großes vor. Trotzdem stagnierte seine Karriere zuletzt und er kämpfte zwischen 2018 und 2021 lediglich einmal pro Jahr. Zwar konnte er kraftvolle Schwergewichtler wie Andrei Rudenko oder Kevin Johnson besiegen, den Anschluss in die Weltspitze verlor der 29-Jährige jedoch zunehmend durch die wenigen Kämpfe. Noch schlechter erwischte es in den vergangenen Jahren nur Marco Huck. Der inzwischen 37-Jährige, der nach Niederlagen gegen Mairis Bridist und Oleksandr Usyk ins Schwergewicht kletterte, kämpfte zuletzt gegen drei nur unterklassige Gegner. Es drängt sich die Frage auf, ob Huck im fortgeschrittenen Alter noch einmal die Form erreichen kann, um gegen den vergleichsweise jungen Kabayel zu bestehen. Erfahrung. In diesem Punkt hat Marco Huck definitiv den Vorteil. Seit 17 Jahren ist er nun bereits Profi und hält zusammen mit Johnny Nelson den Rekord für die meisten erfolgreichen Titelverteidigungen im Cruiser. Kabayel ist nunmehr seit 10 Jahren Profi und konnte bereits gegen Derek Chisora bestehen, doch hat er bislang in puncto Erfahrung gegenüber Huck das Nachsehen. Kampfstil. Huck ist wahrlich kein guter Stilist, doch seine unkonventionelle Art ist sein Trumpf. Ein echter Brawler mit Herz, Nehmerqualitäten und einer exzellenten rechten Schlaghand. Half boxerisch kein Konzept, so half Huck oftmals auch die Brechstange, um sich im Ring durchzusetzen. Kabayel ist ebenfalls ein Fighter, boxerisch aber versierter als Huck. Ihn zeichnen eine gute Beinarbeit, Balance und einen starken rechten Uppercut aus. Sein Manko ist aber definitiv die Deckung, da er sich oft auf den offenen Schlagabtausch einlässt. Trotzdem geht der Punkt hier an den Bochumer, da er zudem mental äußerst stabil und kaum aus der Ruhe zu bringen ist. Ausdauer. Hier hat Marco Huck ganz leichte Vorteile auf seiner Seite, da er schon öfter über die Championship-Distance hinausgehen musste und ein alter Ringfuchs ist. Doch auch Kabayel bewies in seinen letzten Duellen, dass er das Tempo und die Workrate auch spät im Kampf noch hochhalten kann. Taktik. Bei der Taktik hat wiederum Kabayel die Nase vorne. Glaubt man Insidern, so gibt es kaum Schwergewichtler hierzulande, welche die taktischen Anweisungen ihres Coaches so gut und so schnell umsetzen können wie der Ruhrpott-Junge. Durch sein ständiges Movement gelingt es dem Bochumer darüber hinaus, aus verschiedensten Winkeln Treffer zu landen und selten ein festes Ziel zu bieten. Huck tingelt dagegen seit der Trennung von Uli Wegner von Trainer zu Trainer, was seine Entwicklung wohl kontraproduktiv beeinflusst. Unser Fazit. Es stellen sich am Ende zwei wichtige Fragen. Ist Kabayel schon so weit, einen derart erprobten Ringveteran wie Marco Huck zu bezwingen? Und ist Huck überhaupt noch der Alte, der mit seiner Physis und Power das Cruisergewicht dominierte? Wir glauben an einen engen Kampfverlauf, den Agit Kabayel am Ende mit einem knappen, einstimmigen Punktsieg wahrscheinlich für sich entscheiden wird. Der alte Löwe Huck muss nach unserer Prognose dem jungen Löwen Kabayel weichen. Aber wie seht ihr den Kampf? Und wer hat für euch die Nase vorn in diesem Duell? Ab mit eurer Meinung in die Kommentare. Und um noch mehr über den Kampf zu erfahren, der womöglich bald live in der ARD gezeigt wird, holt euch unbedingt unsere aktuelle Ausgabe. Hier haben wir noch ausführlicher auf den Kampf und seine Hintergründe geblickt. Also, ab ans Kiosk und haut rein!